Wirst du heimlich verehrt, vielleicht sogar heiß begehrt? Das spricht jedenfalls dafür. Heute lernst du die Zeichen zu deuten, wenn ein Mensch sich zu dir hingezogen fühlt. Sie oder er hat bereits Amors Pfeil in deine Richtung abgefeuert. Jetzt gilt es nur noch abzuwarten und eine günstige Gelegenheit beim Schopf zu packen. Wir wissen nicht immer so ganz genau, woran wir bei anderen sind. Manches ist nur Spaß oder Unverbindlichkeit. Und sehr vieles ist bloßer Höflichkeit geschuldet. Trotzdem kann es dir gelingen, hinter einer freundlichen Maske das Gesicht des Verliebtseins zu entdecken. Du musst nur wissen, wonach du suchen sollst. Und genau dabei helfen wir dir heute. In unserem heutigen Video stellen wir dir 3 verräterische Verhaltensweisen in Bereichen des Zwischenmenschlichen vor, auf die du dabei achten musst. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Eure Kommunikation verläuft reibungslos und einwandfrei. Haben 2 Menschen einen Draht zueinander, kann es sich dabei natürlich auch um einen heißen Draht handeln. Mit der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, steht und fällt nämlich alles Weitere. Gibt ein flotter Spruch dem Nächsten die Klinke in die Hand, läuft es zwischen diesen beiden. Und wer weiß, vielleicht läuft ja bald sogar noch mehr. Ohne eine reibungslose Verständigung wird es zwischen 2 Menschen niemals funken. Wir können uns nicht von einem Missverständnis zum nächsten durchmogeln und dabei auf die große Liebe oder wenigstens ein paar tiefe Gefühle hoffen. Klappt es verbal, dann klappt es auch nonverbal ganz hervorragend. Ganz ohne Worte und ganz ohne sich wirklich und wahrhaftig zu verstehen, ist maximale Leidenschaft möglich, aber keine Liebe. Wenn du also mit jemandem total auf einer Wellenlänge surfst, was das Führen von Gesprächen und den Meinungsaustausch betrifft, ist das schon mal ein ziemlich gutes Zeichen. Eure Gedanken und eure Worte tendieren bereits in dieselbe Richtung. Jetzt müssen nur noch eure Taten und der Rest von euch diesem romantischen Diktat folgen. Jemand, der dich tagelang im Unklaren oder deine Anrufe und Nachrichten unbeantwortet lässt, ist nichts für dich. Und mit Menschen, die dich nicht verstehen und nicht verstehen wollen, wirst du niemals auf einen grünen Zweig kommen. Hier droht dir höchstens Krieg, aber ganz sicher keine Liebe. Nummer 2. Ihre oder seine Körpersprache sagt ja, ich will dich. Es gibt einen Verräter mitten unter uns, der beim besten Willen kein Geheimnis für sich behalten kann. Die Rede ist von unserer Körpersprache. Du meinst vielleicht, dass du dich beherrschen kannst, aber wenn du Gefühle für jemanden hast, wird er ja deinen Körper immer dazwischen funken. Das Ganze beginnt schon bei deinen Augen. Wenn wir jemanden gut oder gar begehrenswert finden, können wir unseren Blick einfach nicht von ihm abwenden. Wir verschlingen sie oder ihn praktisch mit den Augen. Aber auch unser Oberkörper will Nähe um jeden Preis. Die Folge, wir beugen uns im Gespräch zu diesem Menschen hin, senken unseren Kopf, entblößen unseren Nacken und zeigen so, dass wir uns zu ihm hingezogen fühlen. Wir spielen mit unseren Haaren und berühren uns selbst und wir spiegeln ihr oder sein Verhalten. Das Spiegeln gilt überhaupt als eine der ältesten Formen von Verehrung. Es ist sozusagen das biologische Urflirten, das uns immer noch in den Genen steckt. Damit wollen wir bezwecken, dass unser Gegenüber uns für möglichst ähnlich hält, denn was wir kennen, das mögen wir auf Anhieb lieber als das Unbekannte. Ein Mensch, der heimlich verliebt in dich ist, wird außerdem immer Mittel und Wege finden, um dich diskret zu berühren. Man legt dir schützend die Hand auf deinen Rücken, hilft dir in Jacke oder Mantel oder streift deine Arme und Hände mit sanften, scheinbar unabsichtlichen Berührungen. All das sind deutliche, wenn auch unbewusste Anzeichen dafür, dass mehr zwischen 2 Menschen läuft als nur eine nette, oberflächliche Bekanntschaft. Nummer 3. Flirtsignale und andere Zeichen der Zuneigung. Flirten kann man oder nicht.
Nicht alle Menschen sind begabt darin und bei manchen kann dieser Umstand zu ziemlich peinlichen Auftritten führen. Einigen verschlägt es komplett die Sprache, sobald ihr Schwarm die Bühne betritt. Wieder andere mutieren plötzlich zu regelrechten Alleinunterhaltern und reden sich um Kopf und Kragen. Wer sich liebt, neckt sich außerdem und es werden jede Menge anzügliche und doppeldeutige Bemerkungen fallen, wenn romantische Gefühle im Spiel sind. Obendrein kommt es zum verräterischen und leider ziemlich offensichtlichen Phänomen des Erwähnungszwangs. Wir können gar nicht anders. Sobald wir jemanden gut finden, müssen wir diese Person ständig erwähnen. Aber Zuneigung zeigt sich auch in ganz praktischen Dingen. Jemand, der heimlich auf dich steht, wird nichts unversucht lassen, um Zeit mit dir zu verbringen. Man hilft dir, wo man nur kann. Und ein liebender Mensch wird 24 Stunden pro Tag damit beschäftigt sein, dir jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Dafür muss er allerdings wissen, was dich bewegt und beschäftigt. So kommt es, dass du in Sachen Liebe immer mit besonders guten Zuhörern zu tun hast. Alle, die mehr von dir wollen, müssen dafür erst einmal mehr über dich in Erfahrung bringen. Und das gelingt ihnen nur, wenn sie sich für jedes Detail aus deinem Leben interessieren. Du wirst eine Verehrerin oder einen Verehrer daher immer daran erkennen, dass sie überdurchschnittliches Interesse an dir zeigen. Sie hören dir aufmerksam zu, wenn du etwas erzählst und sind stets top informiert. Unser heutiges Fazit: Vertraue deinem Gefühl, wenn es um Gefühle geht. Ob ein Mensch nur höflich und freundlich zu dir ist oder ob sie oder er sich eine gemeinsame Zukunft mit dir ausmalt, ist oft nicht so leicht zu unterscheiden. Aber wenn du deinem Gefühl vertraust und auf deine Intuition hörst, wirst du die Antwort früher oder später herausfinden. Bis dahin achte einfach auf die Zeichen, die wir dir in unserem heutigen Video vorgestellt haben. Hinwendungsvolle Körpersprache, aufrichtiges Interesse, hemmungsloses Flirten und echte Hilfsbereitschaft sind nichts, das wir jedem unserer Mitmenschen gönnen. Wenn die Liebe aus uns spricht oder wenigstens das Verlangen, ist diese Botschaft deutlich. Sie ist vielleicht nicht für Außenstehende zu verstehen, aber diejenigen, die es betrifft, werden zumindest unbewusst immer Bescheid wissen. Amos Pfeil verfehlt sein Ziel niemals. Er trifft immer und überall ins Schwarze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.